So, hier sind wir auf einer Bootsparade in den USA und auf der rechten Seite, da sehen wir das, was vermutlich eine Nachwuchskraft vom CNN ist. Und wenn du so eine vor dir hast, dann weißt du eigentlich meist schon, was du zu erwarten hast, nämlich Woken-Unfug und oder moraltriefendes Opfergejammer. Der Sender wird ja auch nicht umsonst neckisch Communist News Network genannt. Und lass uns einfach mal reinhören. Sie stellt dem Bootsbesitzer zur Linken erstmal die Frage, ob er zufrieden ist oder nicht und wenn nicht, was er auszusetzen hat, also mit der Gesamtsituation der Wirtschaft. The economy, getting the interest rates down, getting it where we can afford to live in America. Right now it's too expensive. So, auf seine Erkenntnis hin, dass die Zinsen zu hoch und Lebenshaltungskosten zu teuer sind, wird sie jetzt gleich zu ihrem fein vorbereiteten Gesprächsleitfaden greifen, der aber, wie wir gleich sehen werden, ordentlich nach hinten losgeht. Okay, now let me maybe ask like a slightly impolite question. You know, if you can afford a boat, you're not hurting so bad, right? Because a boat costs a lot of money and it's a lot of upkeep. Ja, wie vorhersehbar die liberalen Gen Z Kids sind, ist schon wirklich beachtlich, wie ich finde. Lass uns mal hören, was Fatih zu sagen hat. Listen, nobody gave me I earned everything that I've got. I'm retired military, retired power plant, and I am successful and retired with boats, jet skis. Because I did it right. And everybody has that chance. Whether they choose or not, that's up to them. Ja, genau so hast du auf sowas zu antworten. Wohlstand erfordert Leistung und jeder hat die freie Entscheidung, ob er leisten will oder nicht. Und selbstverständlich steht den Habenichtsen und Leistungsunfähigen in einer gesunden Ordnung weniger zu als den Leistungsfähigen, ist ja ganz klar. I would never try to take anything away from you in that way. Oh doch, genau das ist die Ideologie aus diesem Milieu, den Fähigen Dinge wegzunehmen und den Unfähigen zu überreichen. But what I'm asking is, groceries are probably a smaller part of your budget than say, you know, someone who's like a little worse off. I think it's interesting that people who are a little bit more comfortable are still so concerned about the economy. Sie fragt jetzt allen Ernstes, warum sich Leute, die sich selbst Wohlstand erarbeitet haben, Sorgen über den Zustand der Wirtschaft machen und somit auch über den Mittelstand. Also das passt wirklich für mich in den Bereich Realsatire und Chapeau für den Boomer-Fatih hier, der trotz ihrer Unwissenheit so stoisch ruhig bleibt. Did you see what I'm saying? Because I want my money to go further. I want inflation to go down. I want interest rates to go back down. I want all that. But that covers everybody in the economy. Not just me, not just the poor, not just the rich. It covers everybody. Absolut. Als Leistungsträger willst du natürlich noch mehr aus deinem Wohlstand machen und du machst dir natürlich auch Gedanken um die Lebenshaltung der Gemeinschaft, also des Mittelstandes, der ja bekanntlich die wirtschaftstragende Säule ist und gleichzeitig die Hauptgruppe der Konsumenten ausmacht. Wenn die sich nämlich nichts leisten können, werden die Top-Erzeuger ja auch nichts mehr an den Mann bringen können. Das ist Grundschulwissen. Now something I've heard from some people, tell me if this applies to you, is like they're worried their kids aren't able to afford a house or a car. Jetzt wird ihre Stimme schon ein bisschen unsicherer nach der Abreibung hier und sie spricht jetzt noch die Sorgen vieler an, dass sich Nachfolgegenerationen nichts mehr oder weniger leisten werden können. Ja, und auch hier wirst du gleich sehen, wie er es prägnant auf den Punkt bringt. Eltern sind nämlich gut beraten, Kindern ein knallhartes Leistungskonzept zu vermitteln. Wenn ihnen das gelingt, dann sind die Nachfahren auch gut aufgestellt. Okay, ich belasse es dabei. Komm in meinen Premium-Bereich oder wirf einen Blick auf meine Empfehlungen unter dem Video. Danke fürs Zusehen. Beste Grüße. Ciao, ciao. I train my kids and taught my kids properly. They have great educations and they're both successful in their careers. Actually, they're doing better than me.